Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rebel Galaxy. Auf jeden Fall glaube ich, dass das Spiel so heißt. Ich kann meinen Namen nicht merken, wie bereits gesagt. Letzten Part haben wir ein paar Missionen gemacht und jetzt führe ich die Konversation fort. Übrigens noch eine Frage: Soll ich das betont lesen oder einfach nur sagen? Also soll ich jetzt sagen, ja, nun, ich werde die Juno danach fragen, wenn ich sie sehe? Oder soll ich das sagen, ja, nun, wenn ich Juno mal danach. Nee, ich werde. Ja, ne. Leid. Oder soll ich das so machen? Ja, nun, ich werde Juno mal danach fragen, wenn ich sie sehe. Einfach so normal vorlesen oder betont vorlesen. Ich lese es jetzt in dieser Folge noch betont vor. Vergiss ja nicht dein Teil des Deals. Jo, man sieht sich. So. Aber da wir jetzt schon extrem schwach waren, wir müssen sogar noch zum Barkeeper gehen. Sagten zum Beispiel, was Neues im System gibt, Neues im System gehört, bla bla. Soll ich mir gerade den Rücken runter? Okay. Ein Rat für die Neuen im System ist. Manchmal da sagen, also der hat jetzt nicht so was Wertvolles, was vom Markt gehört. Ah, die zahlen zum Beispiel gutes Geld für Roboter, diese Station. Und hier muss ich den Geld zahlen, dann sagt mir, wo Kopfgelder sind. Aber das mache ich am Anfang auch nicht. An dieser Mission machen wir mal eine Panel-Mission von der Jobbörse. Verfügbare Mission. Okay. Ein Nachsehen. Es gibt hier verschiedene Sachen. Das ist zum Beispiel sehr leicht, aber sehr langweilig auch. Also blau ist das leichteste, danach kommt grün, danach weiß, danach orange und danach rot. Also Risiko. Auch wenn ich nicht weiß, wieso langsam als leicht zählt. Okay. Hier müssen wir jemanden töten und hier Sachen liefern. Das machen wir beides mal in der Folge. Das hier bringt mir zu wenig und dafür ist der Frachtraum auch zu klein. Also ist es egal. So. Dann sehen wir hier verschiedene Nebenmissionen. Zum Beispiel die hier und die hier. Oh, ein Funkspruch. Ich weiß auch nichts Genaues. Und jetzt sitze ich. Und jetzt. Nee. Und mir ist jetzt noch ein Bart. Stimmt gar nicht. Hast du neue Infos für mich? So wie Sandar eine Art Geschäftsmann ist. Werde ich mir mal ansehen. Jo, ciao, Nigger. Darf ich es überhaupt sagen? Auf jeden Fall sind hier verschiedene Sachen. Ich sehe mal, dass hier, wie weit das entfernt ist, 1000 und das hier ist entfernt. Oh, 500 irgendwas. Okay, erstmal in die Richtung, aber das ist auch mega weit entfernt. Wisst ihr, was ich mache? Ich docke jetzt erstmal nochmal an, um zu sehen, wie teuer der bessere Hyperantrieb ist. Komponenten, Triebwerk. Ja, ne, das ist glaube ich ein anderes. Booster, Warp-Antrieb hier. Der hier ist zwar sehr teuer. Dann nehme ich mir mal den für 5000. Den anderen habe ich jetzt verkauft, so habe ich jetzt noch etwas plus gemacht. Also geht es etwas schneller. So. Dann fliegen wir mal hier weg und Boost. Ich sagte Boost. Irgendwie funktioniert gerade der Boost nicht. Also das ist der Boost. Und das ist der Warp. Egal. Ihr seht, der startet jetzt eine Sekunde schneller und fliegt ein kleines Stück schneller. Werden wir auch so, sobald es geht, den nochmal besseren holen. Hier ist es ganz einfach. Desto schneller man da ist, desto mehr Zeit spart man sich. Unser Kollege ist immer noch da. Auch wenn ich sagen muss, der ist ein bisschen enttäuschend. Die in meinem privaten Schulstand waren echt besser. Ach toll, die sind fein, deswegen kann ich nicht weiter. Und da steht Orange. Orange zwar als Mittel, aber trotzdem noch als eigentlich schwer. Deswegen versuche ich jetzt hier erstmal abzuhauen.
Also mich einfach weit genug von denen zu entfernen, damit ich den Warp-Antrieb aktivieren kann. Der Typ ist auch gleich erledigt. Gut, so weit kommt er nicht. So, gleich müssen wir auch weit genug weg sein, um eben zurück in den Warp zu gehen. Ist jetzt gut, nämlich unser Kollege, der lenkt die jetzt ab, kriegt zwar auch ein bisschen Schaden an den Schilden, aber er hält das eigentlich locker durch, bis wir abgehauen sind. Wir hauen jetzt ab. Der ist jetzt eigentlich noch da, aber er kommt eigentlich recht schnell hinter uns. Der ist jetzt schon wieder im Hyperraum. So. Und ist ja schon wieder da. Okay, wie immer erst. Das ist ein Kanonenboot, was auch cool ist. Man kann hier scannen und dann sehen zum Beispiel kein Kopfgeld, dass sie nichts dabei haben. Auch nichts. Sieht man auch unseren Typen. Ja, man kann eben scannen. Ich werde mich erstmal um die Jäger kümmern. Ja, das geht ja recht schnell. Nach meinen beiden Kanonen. Und dann über das Kanonenboot. Ich kümmere mich meistens immer zuerst um die kleineren. So. Ist das Kanonenboot? Wo ist da noch ein Jäger? Das Schiff dreht sich da nicht so schnell. Aber das Leder. Um den Jäger kümmert sich mein Kumpel. So, das K.O. Geschlossene Kiste. Ne, Geschosskiste. Wenn ich da zum Beispiel Raketen habe, die ich irgendwann auf jeden Fall haben werde, kann ich die mitnehmen. So, jetzt müssen wir nur noch den Jäger hier auseinandernehmen. Und Mission abgeschlossen. So, man sieht doch gerade, wir sind gerade im Nebel, nämlich wenn. Boah, der Blitz hat es vermutlich auch noch gesagt. Aber wenn man sieht, wie das gerade hier so rumwackelt auf der Minimap. Ja. Hier ist der Warp. Dann fahren wir noch da hinten in der Mission. Und je nachdem, wo da was ist, nehmen wir noch was an. Aber ich kann ja mal die Karte zeigen, wenn das geht, das Spiel auch weiter. Das hier ist die gesamte Karte. Wir waren jetzt hier circa in dem Gebiet. Ja, wenn ich jetzt denkt, ist das klein. Es gibt noch eine Sektorkarte. Wir sind momentan in dem Sektor hier. Sieht man auch, was es da für verschiedene Sachen gibt. Wir können auch hier hin, hier hin, irgendwann hier hin. Und hier ist dann quasi, glaube ich, der Endboss. Aber ich bin selber noch nicht so weit. Toll. Jetzt haben wir zum Beispiel die Miliz gesehen. Das sind zum Beispiel Zerstörer. Eine Fregatte ist nochmal ein Stück größer. Oh, cool ist. Wir können die jetzt anfunken. Dann mit denen reden. Man kann hier zum Beispiel fragen, kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, dann sagt man, das war nur ein freundliches Angebot. Kein Problem, nichts passiert. Ja, man kann auch sagen, ha, grüß. Grüßt mir das Vakuum, ihr Strohköpfe, ihr Springen in Springerstiefeln. Ach, egal. Dann, wenn man es ihm sagt, will man die quasi angreifen, aber seht euch das Ding an. Das größte Schiff, was wir zur Verfügung haben, was wir kaufen können, ist noch nicht mal so groß. Aber wir sparen ja, damit wir hier, wie heißt es, uns irgendwann ein besseres Schiff holen können. Übrigens, nur weil wir das Schiff hier jetzt aufbessern mit den, zum Beispiel mit den zwei Geschütztürmen. Geschütztürme können wir von dem Schiff hier runtersetzen und auf in das andere Schiff einbauen. Das heißt quasi, die Upgrades kauft man sich einmal und dann hat man die auch. Momentan ist unser Schiff eben noch nicht so stark. Also Anfang ist echt, bevor man die Hauptmission macht, immer zwischendurch ein paar Missionen machen, um Geld zu verdienen und dann eben sein Schiff zu verbessern. Ich finde, das hat ein bisschen Ähnlichkeit wie die Fregatten waren es, glaube ich, aus Star Wars. Eine kleine Ähnlichkeit aus hier, aber aus dem 1 bis 3. Da hatte die Republik auch so ähnliche Schiffe. Aber auch wirklich nur so ähnlich. Aber das kann auch passieren. Jetzt wird das Ding hier angegriffen, wo wir hin müssen. Hier sind zwar welche von der Miliz und so, aber die sind extrem stark auch. Da sind auch Bomber, die haben Raketen. Die haben hier auch überall Minen rumliegen. Und wenn die uns treffen, können wir eben nicht in den Hyperraum machen, aber nur, ja, da ist ein Bam.
Aber wir docken da jetzt schnell an und verpissen uns hier wieder, auf gut Deutsch. Nämlich hier ist es extrem nervig durchzuhalten. Obwohl hier die Miliz ist und so und uns hilft. Ja, meine Hilfe brauchen die anscheinend nicht. So. Jetzt gehe ich hier hin, hab das Zeug abgegeben. So, Missionsbörse. Kann man sich direkt hier eine neue nehmen. So, das ist einfach zerstören, das ist leicht. Und das ist auch leicht. Die hier sind noch zu hoch. So, das ist einfach Handel, das ist irgendwie langweilig. So, ich werde jetzt diese Mission noch ein paar Nebenmissionen machen. Und dann, ja, machen wir den Rest irgendwann offline alles. So, mal nachsehen, wie weit ist das entfernt? Wird irgendwie nicht angezeigt. Ah, jetzt wurde es angezeigt. Circa gleich weit entfernt. Deswegen fliege ich jetzt erstmal weg. Irgendwann. Hauptsache, das Display hält sich so lange. Kann ich auch so ein Riesenschiff uns holen wie da. So. Also, es gibt auch um einiges größere Schiffe, je nach System. Das heißt, die werden quasi je nach System, glaube ich, größer. Aber ja, Notruf, aber die nehme ich erst an, wenn ich auch wirklich stärker bin. Ich weiß nicht, wie gut das Display ankommt. Das ist ja immer so eine Sache bei meinen Abonnenten. Ob die das Display total gut finden und immer mehr wollen. Oder ob die es einfach nur kacke finden und mich dann hassen. So, jetzt kann man noch nachsehen, ob irgendwelche davon Kopfgeld haben. Ist ab und zu recht praktisch. Ob die Fracht dabei haben. Das Scan dauert immer so ein bisschen. Da hat zum Beispiel Mutter einen Schrauben dabei. Die kann ich irgendwann noch verkaufen. Ich hasse, wenn die unter mich fliegen. So kann ich die erstens nicht anvisieren und zweitens trifft mein zweiter Geschützturm nicht. So, der ist aber bereut. So. Hallo? Da ist noch ein Jäger. So, der ist weg. Da gibt es während des Kampfes nur zwei Soundtracks. Na, und die werden wir deswegen öfter hören. So, der ist K.O. Das ist der letzte. Die zerstöre ich mit den hier Laserkanonen, da das viel schneller geht. Vor allem, da man die nicht trifft mit den, also quasi mit denen hier. Wartet, mit denen trifft man die nicht, weil die eben so über und unter einen fliegen. Man mit denen hier nicht nach oben oder unten ziehen kann, sondern nur zur Seite. Eben in diesem Radius. Jetzt kann ich nach vorne schießen, jetzt nach hinten, aber sonst geht es eben nicht. So, ich sehe noch, hier ist hoch. Dass wir, also die Schwierigkeit, deswegen erstmal nach da hinten hinfliegen. Ich denke, ich werde mir als nächstes ein Deflektorschild holen und ein paar Nebenwaffen. Raketen noch keine, nämlich. Ja, noch brauchen wir die ganz ehrlich nicht. Wo ist ein Planet? Es sieht beeindruckend aus, in gewisser Hinsicht, die Grafik. Notruf empfangen, da können wir einmal hin. Mal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fehler war, nämlich dann ist eine Korvette und diesen oh, ist orange. Ne, da gehen wir weg. Ich mache maximal gelb, nämlich ansonsten ist es einfach zu schwer. Und ich bin weg. Auch wenn der Händler uns sicher für unsere Fracht, die wir noch an Bord haben, recht viel Geld geben würde. Da ist auch jetzt so ein Zeichen, das habe ich noch nie gehabt, dieses Zeichen mit diesem Kreuz. Da muss ich noch irgendwann mal nachsehen, was das ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Spiel geupgradet wird oder so. Aber ich finde, es ist recht cool. Man kann übrigens nicht nach oben oder nach unten fliegen, sondern nur quasi an sich zweidimensional. Es erinnert mich von der Gameplay-Mechanik ein bisschen an modernes Assassin's Creed, die Seeschlachten.